Ohne Scheiß, ne? Die Wii U ist ja echt keine gute Konsole, Alter. Ich habe mir letztens mal die Verkaufszahlen angeguckt und wenn du das mit der Wii und der Switch vergleichst, ach du Kacke, ey. Aber ich habe sie immer noch. Ich finde sie ganz ehrlich cool, weil jetzt, wo ich eine Switch habe, ich dachte, die Switch wäre wie eine Weiterentwicklung von der Wii U und ist es auch irgendwie. Aber die Wii U kann Sachen, die kann die Switch einfach nicht. Wir haben 2022, die Wii U ist super veraltet, auch wenn man sich das anguckt. Es wirkt einfach nicht up to date, es ist nicht mit dem Geist der Zeit. Und trotzdem habe ich mir jetzt nochmal ein paar Spiele gekauft. Ja, aus dem gleichen Grund, wie ich auch meine 3DS-Spiele noch gekauft habe. Und zwar, weil wie der 3DS-Shop auch der Wii U-Shop schließen wird. Ich muss noch mal kurz gucken. Bis zum 23. Mai diesen Jahres kann man noch per Kreditkarte sein eShop-Guthaben auffüllen. Danach geht das nicht mehr. Und auch das Nutzen von eShop-Gutscheinkarten ist nur noch möglich bis zum 29. August diesen Jahres. Und ab dem 29. August, wenn man da kein Guthaben mehr auf seinem Konto hat, kann man den eShop quasi nicht mehr nutzen. Also du kannst halt nichts mehr kaufen und du kannst auch kein Geld mehr irgendwie hinzufügen. Dann Ende Mai 2023 soll der eShop dann komplett geschlossen werden. Schon gekaufte Spiele sollen nach der Schließung des eShops weiterhin zum Download zur Verfügung stehen. Allerdings auch wieder die Frage natürlich, wie lange Nintendo es unterstützen wird, weiß man nicht und für immer werden die es auf jeden Fall nicht tun. Ich persönlich finde auch die Schließung der beiden Shops zu früh. Ich will einmal nur kurz darüber sprechen, warum ich mir jetzt nochmal Spiele gekauft habe und welche das sind. Und das sind Zelda Twilight Princess HD und The Wind Waker. HD. Weil das zwei Spiele sind, Zelda-Spiele und Zelda ist einfach, die es auf der Switch noch nicht gibt. Und das Ding ist, sind zwei Sachen. Und zwar, wenn die Spiele geportet werden auf die Switch, was wahrscheinlich irgendwann passieren wird, werden die niemals so spielbar sein, wie sie es jetzt halt sind. Weil die Switch hat kein Gamepad. The Wind Waker ist im eShop mittlerweile ziemlich günstig. Das kriegt man jetzt für 20 Euro. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative. Und Twilight Princess hat tatsächlich noch einen Preis von, ich glaube, 45 Euro. Allerdings, dieses Game, also die mit der Disc, also zum Anfassen, natürlich ist es gerade nicht drin, das wird gerade richtig, richtig teuer. Also auf Amazon kostet das, glaube ich, gerade 120 Euro und es ist sehr, sehr, sehr schwierig, das noch unter diesem Preis von den 45 Euro vom eShop zu bekommen. Und man weiß nicht, wann der Port kommt auf die Switch. Plus, es wird niemals das gleiche Spielerlebnis sein wie auf der Wii U. Man munkelt, dass die Spiele schon fertig sind und Nintendo halt noch den Release ankündigen muss und keiner weiß, wann sie das machen werden, aber trotzdem glaube ich, dass sich die Wii U-Version auf jeden Fall lohnt, wenn man dann eine Wii U hat und die auch behalten möchte. Ja gut, ich habe halt noch ein paar andere Spiele, die sind jetzt aber alle irgendwie nichts Besonderes. Zum Beispiel hier New Super Mario Bros., aber gibt es auch mittlerweile einen Switch-Port, also braucht man nicht. Captain Todd genauso, ich glaube auch Hyrule Warriors gibt es auch für die Switch, also alles nicht so wild. Was ich mir tatsächlich noch gekauft habe, und das hätte ich nicht gedacht, dass mich das so interessiert, ist Zombie U. Das ist nämlich ein Spiel, das kam mit der Wii U raus, um wirklich darzustellen, was denn die Wii U kann, weil wie gesagt, zu der Wii hatte sie halt dieses Gamepad. Ja, soll halt quasi zeigen, was die Konsole so drauf hat. Und ich habe mir Gameplays angeguckt und es sah wirklich ziemlich nice aus. Deswegen habe ich mir das jetzt auch noch so gekauft. Genau, kann man auch im eShop holen, kann man natürlich alles im eShop holen. Noch ein Spiel, was ich mir geholt habe, ist Yoshis Wollige Welt, weil es davon noch keinen Switch-Port gibt, was eigentlich keinen Sinn macht. Es gibt ja ein Spiel, was sehr ähnlich ist. Yoshis Crafted World heißt das, meine ich. Yoshi-Spiele sind jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsgames. Aber ich habe damals auf der Wii Kirby und das magische Garn gespielt, was auch ein Spiel ist, was ich an der Stelle eigentlich empfehlen kann, entweder für den 3DS oder die Wii-Version jetzt aus dem Wii U eShop. Und ich fand Kirby und das magische Garn einfach super nice. Ich hatte mit dem Spiel sehr viel Spaß. Ist, glaube ich, auch eines der wenigen Spiele, die ich mehrfach durchgespielt habe. Ich will ganz kurz hinzufügen, dass ich von dem Spiel ein so großer Fan war, dass ich mir sogar die Version geholt habe mit diesem Strick-Kirby, der nicht mal ein Amiibo war. Der hat keine Funktion, außer dass er richtig süß ist. Und ich habe zusammen mit meiner Mutter damals noch diese Mütze genäht, weil es einfach Prinz Plüsch ist. Und das ist einfach in so einem ähnlichen Stil. Und ich mag dieses Wollige. Es ist halt, ich finde es einfach nice. Ich habe es auch schon angezockt, die ersten paar Level. Und ist ein cooles Spiel, sieht einfach super aus. Und wie gesagt, Switchport kommt vielleicht, wahrscheinlich. Ich glaube, der wird kommen. Aber er ist halt noch nicht da. Und wir haben halt schon wie so einen zweiten Teil bisschen von der Reihe. Und das ist noch nicht auf der Switch. Deswegen. Und noch ein Game, was ich mir gekauft habe, ist Nintendo Land. Ja, Nintendo Land. Ich hatte das Spiel ehrlich gesagt nie wirklich auf der Kette.
und habe es letztens in einem Video gesehen und es sah halt super witzig aus, weil man da aus allen möglichen Nintendo-Franchises Minispiele spielen kann, halt als Miis. Das ist halt auch so ein Game, was halt wirklich die Funktion mit dem Gamepad nutzt, was auch mit der Switch nicht wirklich nachstellbar wäre in dieser Form. Und ich habe es angezockt. Ich habe fast alle Minispiele, die man alleine spielen konnte, schon gespielt. Es gibt ein paar, die kann man nur mit anderen Leuten zusammenspielen. Und ich fand es witzig. Ich fand es auch ein bisschen langweilig. Aber ich glaube, für Freunde oder Familien ist das wirklich richtig cool. Ist sehr süß gemacht und kriegt man auch richtig günstig. Ich habe das, glaube ich, für 5 Euro jetzt gekauft. Also da kann man wirklich nicht meckern. Ein Spiel habe ich auch noch auf der Liste. Also ich habe viele auf meiner Liste, logischerweise. Aber eins, da überlege ich wirklich und da gucke ich auch öfter mal, wie sich das vom Preis gerade entwickelt. Und das ist Game and Wario. Soweit ich das verstanden habe, ist das Spiel gar nicht so gut bewertet. Also für so ein WarioWare-Titel eigentlich. Aber ist halt auch wieder so ein Spiel, was halt Fernseher und Gamepad gleichzeitig irgendwie nutzt. Also je nachdem, welchen Modus man spielt. Und es wird gerade auch wieder teuer. Also die Leute verkaufen das nicht unter dem eShop-Preis momentan. Und ich sehe auch nicht so viele Angebote. Also es scheint ein seltenes Spiel zu sein, was auch immer das heißen mag. Ja, was natürlich auch ein Riesenthema jetzt ist, sind die ganzen alten Wii-Titel und natürlich auch DS-Spiele, was auch ziemlich cool ist, weil dir das die Möglichkeit gibt, die Spiele auf einem großen Fernseher zu spielen. Da ist mein Fernseher, deswegen zeige ich dahin. Und das Gamepad halt zu benutzen, weil es wie beim DS natürlich auch, du hast 2 Bildschirme und die sehen jetzt wirklich auf einem großen Fernseher gar nicht so schlecht aus. Ich meine, klar, natürlich sind die verpixelt, sind Nintendo DS-Spiele sowieso, aber es ist ein ganz cooles Erlebnis. Deswegen, wenn man da noch irgendwie Bock drauf hat, dann wäre jetzt die letzte Möglichkeit, weil die kann man auch auf dem Aftermarket dann nicht mehr erwerben, weil die, es gibt ja keine DS-Spiele, die man physisch hier rein stecken kann. So. Und dann natürlich auch ein ganz großes Thema ist die Metroid Prime Trilogie für die Wii, die ja auch jetzt wirklich vom Preis her super, super, super teuer geworden ist, wenn du die physisch besitzen möchtest. Also wirklich über 100 Euro und du kriegst sie halt im Wii U Shop noch für 20 Euro. Ich überlege auch die ganze Zeit, mir sie noch zu holen, aber ich habe halt Metroid nie wirklich gespielt und ich muss mich ein bisschen eingrenzen mit den Franchises, die ich so sammeln und haben möchte, weil ich habe eigentlich will ich nur Zelda, Animal Crossing und Super Mario Spiele, weil das ist schon wirklich, wirklich viel und ich gebe so viel Geld für Spiele einfach aus und Leben ist eh schon teuer. Wenn man sich nämlich die Charts mal anguckt momentan, was die Leute so kaufen, sind das wirklich überwiegend alte Spiele, also gar keine originalen Wii U-Titel. Also auf Platz 1 ist gerade The Minish Cap, also ein Zelda-Titel, Platz 2 Majora's Mask, Platz 3 Metroid Zero Mission. Und solche Spiele, Platz 6, ja, die Prime-Trilogie. Und ich finde das krass, weil das ist auf dem 3DS auch ähnlich, dass diese Originaltitel irgendwie gar nicht so viele Leute gerade interessieren. Aber gut, klar, weil du die auch physisch noch kaufen kannst zur Not. Majora's Mask und Ocarina of Time zum Beispiel gibt es ja auch für den 3DS. Ist aber auch natürlich eine coole Möglichkeit, das auf einem 64-Emulator direkt auf der Wii U zu spielen. Virtual-Konsole. Wird aber wahrscheinlich für viele nicht unbedingt nötig sein, weil die beiden Spiele es auch mittlerweile auf dem N64-Emulator für die Switch gibt, aber natürlich da auch wieder, es ist so ein Abo-Ding und du musst die Nintendo Online Plus-Mitgliedschaft haben, also Plus-Erweiterungspaket, ist halt alles immer nur geliehen. Deswegen, wenn man diese Spiele noch gerne besitzen möchte in irgendeiner Form, dass man immer darauf Zugriff haben kann, zumindest solange die Konsole am Start ist, dann sind das ganz gute Möglichkeiten, jetzt dann noch zuzuschlagen. Also viele, viele Spiele gibt es gerade für 10 Euro, aber ey, es läppert sich einfach wie Sau und da sind auch so viele Spiele, wo ich mir denke, ey, die will ich in meinem Leben bestimmt irgendwann nochmal spielen, aber sich das alles zu holen, ist einfach auch so fucking crazy. Aber ja. Die Wii U ist auf jeden Fall eine nice Konsole und sie wird oder wurde in meinen Augen ziemlich unterschätzt. Und es gibt wirklich, wirklich super coole Spiele. Teilweise wurden die geportet, einige werden wahrscheinlich auch noch irgendwie geportet, aber es wird auch Safe-Titel geben, wo das nicht der Fall ist. Und auch Titel, wo einfach, wie gesagt, das Spielerlebnis nicht mehr das gleiche sein wird. Es lohnt sich auf jeden Fall nochmal in den eShop zu gucken. Es lohnt sich auch einfach mal, keine Ahnung, eBay Kleinanzeigen oder ich weiß nicht, wo alle Menschen gebrauchte Spiele kaufen. Ich kaufe alles bei eBay Kleinanzeigen, weil besser leben. Da einfach mal zu stöbern und zu gucken, ob man nicht das ein oder andere Spiel noch günstig ergattern kann. Zum einen natürlich, um selbst zu spielen, aber auch, ey, ganz ehrlich, wenn man das jetzt noch günstig bekommt und es steigt dann im Preis, so ist alles Spekulatius und da würde ich auch aufpassen und ich würde auch keinem irgendwas da in die Richtung empfehlen. Aber wenn das so passiert, wäre ja dann auch gut, you know? Ja, das war's eigentlich dazu zu sagen. Ich habe jetzt bestimmt seit 3 Tagen meine Insel auf Animal Crossing nicht besucht. Und bei mir ist auch das Problem einfach, ich habe mehr Spaß daran, die Spiele die ganze Zeit zu kaufen und die Möglichkeit zu haben, sie zu spielen, als sie dann zu spielen. Also ich meine, ich liebe es zu spielen, aber ich zocke am Ende eh immer nur ein Spiel und das dann einfach richtig lange.